Speichern, Leute! Wir heißen euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von World of Tanks. Mann, kommt mir vor, als wäre es gerade mal 3 Minuten her, seit wir zuletzt gespielt haben. Wollo, wo ist Wollo? Dein ist Wollo. Hallo! General Wollo, you, hi! Ja. Wir spielen wieder World of Tanks und Leute, geil. Ich weiß, viele Leute sind verwirrt und haben gefragt, was ist denn mit World of Tanks? Und mit viele meine ich, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße geht ihr mir auf den Sack damit. Aber ich kann euch verstehen. Ja. Ich kann euch verstehen, es ist okay, aber es nervt trotzdem. So, und diesmal, es ist halt so, ne? Sagen wir, wie es ist, wir sind ja ehrliche Menschen. Das ist ja gar kein Thema, aber weil wir so ehrliche Menschen sind, möchten wir euch auch sehr gerne erklären, warum das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und der gute Moggy ist da natürlich Experte drin. Erzähl mal, Moggy, wo war das Problem? Ich wusste, dass es darauf hinausläuft. Ich wusste. Wir können uns jetzt gerne erklären. Mogg, erklär du doch mal. Kann ich auch machen. Wir wollten ja Clan Wars machen. Wir machen das zusammen. Wir wollten ja Clan Wars spielen mit euch. Genau. Wollen wir immer noch übrigens. Wollen wir immer noch. Und das ist jetzt der springende Punkt. Das Problem ist, wir wissen einfach nicht wie. Wir sind dumm. Wir sind fucking dumm. Ne, will nicht sagen, dass es zu 100% daran liegt, dass wir dumm sind. Aber habt ihr mal die Anleitung von den Clan Wars durchgelesen? Verdammte Scheiße. Könnt ihr mal machen. Das versteht niemand. Doch, jemand, der ein Jahr World of Tanks spielt, der versteht es vielleicht. Es ist sehr umständlich, wir haben es nicht hinbekommen. Und es war dann auch immer, zwischendrin war dann auch Ostern. Und es war immer so, hey Keggy, schaust du, wie das geht? Dann fragt man einen Tag danach, hey Keggy, hast du geschaut, wie es geht? Wollo wollte das doch machen, Wollo. Wollte Dashke nicht schauen? Ich habe das an Dashke weitergegeben. Wieso überhaupt an Dashke? Das weiß bis heute niemand. Jemand sagte, Dashke wüsste das. Wir haben es nicht hinbekommen. Deswegen, Leute, wir würden das echt gerne auch machen. Mit Vorbereitung übrigens, kann ich auch mal auf eine Sache eingehen, die gefragt wurde. Wenn, dann würden wir erstmal Level 1 Panzer machen, wenn es geht beim Clan Wars. Wenn man das einstellen kann, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn, dann kommt nicht mit euren Level 10 Panzer und so, weil das ist allen anderen gegenüber unfair. Und wir haben auch noch keine so krassen Panzer. Deswegen, wir haben es auch nicht wirklich gespielt, wir haben uns sehr stark davor gedrückt. Warum eigentlich? Also jetzt, wo ich es gerade wieder spiele... Das ist das schlechte Gewissen, Wollo. Wenn wir World of Tanks gespielt hätten, hätten wir gewusst, wir müssen uns darum kümmern, wie man die Clan Wars macht. Ja, das ist wahr. Nein! Ich glaube, ich fahre hier mal wieder runter. Nein! Genau, Leute, also, wenn ihr wisst, wie man Clan Wars macht, ich bin mir sicher, ein paar sind da drunter, dann gebt uns bitte eine kleine Schritt-für-Schritt-Anweisung, die nicht komplett undurchsichtig und umständlich ist. Das wäre sehr, sehr freundlich, damit wir damit mal anfangen können. Wie das Ganze dann ablaufen würde. Scheiße. Das ist mein Plan zumindest. Keine Ahnung, wie Wollo das machen will. Also, wie ich das geplant hätte. Warum sehe ich hier nichts? Das ist total seltsam gerade. Sehe ich dann vermutlich, wenn man das am Sonntag macht, zum Beispiel dann am Sonntagmittag oder so halt, oder am Samstagabend, je nachdem, bevor der Clan wo dann wäre, ein kleines Video hochlädt und sagt, hey Leute, um die Uhrzeit machen wir das. Und dann könnt ihr da dann mitmachen. Also die im Clan sind. Ich werde es bei meinem Clan dann, denke ich, auch so handeln, dass, je nachdem, wie lange wir das überhaupt durchziehen werden, wie lange wir dafür die Leute organisieren können, wenn ich es dann auch so mache, dass ich dann auch Clan-Leute durchwechseln werde. Also viele sind ja auch traurig, weil, du hast gesagt, du nimmst alle auf, habe ich nicht gesagt. Da können 100 Leute rein in den Clan. Ja, es können 100. Der ist voll. Was soll ich machen? Soll ich jetzt die anderen rauslöschen? Ist bei mir genau das Gleiche. Ich werde es dann wahrscheinlich auch so machen, dass man guckt, wer war schon dabei. Genau, dass man da ein bisschen durchwechselt. Ne, wer ist nicht online oder so. Und, ja. Ja, genau. So werden wir es dann handeln und dann ihr werdet dann vorher informiert. Allerdings, wie gesagt, müssen wir dann vorher das Gebacken bekommen, überhaupt ein Clanwort zu machen. Ja, das System muss halt begriffen werden. Und wenn jetzt einer von euch, und ich bin mir sicher, jemand von euch weiß gerade, wie das geht und könnte uns das auch mit einfachen Worten erklären. Denkt euch jetzt bitte nicht, das wird schon jemand anders machen. Ja, das wird niemand anders machen. Nee. Willkommen im Internet. Nur Bitch! Du! Nur du! Kill Nummer 2! Alter, ich habe einen Kill und ich guck dir jetzt zu. Ein eiskalt jetzt gestorben. Ich bin nervös. Ja, ja. Wie konnte man nochmal nachladen? Mit F? Nee, mit C? Mit C kann man nachladen, Wollo übrigens. Man kann nachladen? Ich schieße immer alles dann weg. Schnell. Oh, Alter. Nee, ja, mit C kann man tatsächlich nachladen. Das ist ein Ding. Mir auch geschrieben. Ich glaube, wir sollten auch zwischendrin mal hin und wieder World of Tanks bringen, weil es macht schon Spaß. Es macht Spaß, das kann man auch gut spielen, das ist halt echt so. Wir sollten vielleicht jetzt, wie ging das nochmal, Wollo? Mach du mal. Ach so, Spiel verlassen. Zur Garage, wir müssen das jetzt nicht zuschauen, bis zu Ende ist. Genau. Das war ja die Besonderheit von dem Spiel. Mhm, sondern wir können direkt wieder in das nächste Match
Möchten wir das dann auch? Möchten wir, ne? Dann machen wir das mal. Wir möchten auch mal zusammenfassen, welche Freundschaftsanfragen. Ja, bei mir auch. Noch drum kümmern, Leute, nicht jetzt, weil ich dann von 5 Millionen Leuten angeschrieben werde und jetzt nicht. Stell dich mal auf bereit, Mock. Muss einen anderen LKW, wollte ich gerade sagen. Einen anderen Tank auswählen. Bam! Ich glaube, das war und ab ins Gefecht. Geil. Die Hörerin-Panzer muss man übrigens auch reparieren lassen nach der Schlacht und so, wenn die kaputt gegangen sind. Vom Hörerin-Level die Panzer. Okay. Ja, gut, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt, tatsächlich. Ja. Also, Jahrzehnte. Genau, fassen wir die Information zusammen. Liebe Leute, ihr müsst nicht traurig und enttäuscht sein. Das ist mir nicht klar, das existiert noch, nur uns muss jemand sagen, wie es geht, weil wir zu dumm dafür sind. Und bei dem Clan, wenn ihr nicht im Clan drin seid, habt ihr immer noch die Chance reinzukommen, weil wir dann durchwechseln werden mit den Clan-Mitgliedern. Ich meine, ist ja sowieso kein richtiger Clan, was wir haben. Ist ja sowieso nur für... Ist halt echt nur so aus Spaß, ne? Ja, genau. Also wenn ihr richtig da das Clan spielen wollt, dann sind wir sowieso kein richtiger Clan für euch, weil es auch sein kann, dass ihr dann einfach rausfliegt. Dann seid ihr auch völlig falsch. Und falls ihr noch Plätze sucht, aktuell, für die aktuelle Runde, ich habe gehört, bei den Afro-Kornelianern, da ist massig Platz. Bei den Afro-Panzern? Afro-Panzern, also, so heißen die. Wer will da rein? Ja, keiner. Deswegen ist ja, glaube ich, auch noch eine Menge Platz. Also wer da noch Bock hat, der kann sich da noch anmelden. Ist gar kein Ding. Ich weiß es nicht, ich habe vorher nicht gefragt. Aber ich schätze es einfach mal. Ich würde zu den Kegianern gehen. Seien wir ehrlich, ne? Ja. Der hat schon ein gutes Motto. Der hat ein Ankündigungsvideo hochgeladen. Ich weiß, das war schon so das Highlight. Was waren das nochmal? Füll die Morgensonne! Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Das war im Moment erst ein Fight. Fick dich, Keggy! Ich sehe gar keinen. Er hat nur so gerettet. Ich sehe gerade auch niemanden. Kengi ist bestimmt voll. Also für diese Runde noch Cornel und dann beim nächsten Mal könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon wieder bei den anderen anmelden. Ja. Da kommt einer. Und falls ihr insgesamt nicht richtig versteht, worüber wir reden, es gab auch zwei vorherige World of Tanks Videos. Vielleicht hättet ihr die mal anschauen sollen. Naja. Ja, eventuell. Naja. Fuck. Bist du tot? Nein, jetzt. Alter, ist das der Panzer, den ich sonst auch immer gespielt habe? Ich bin mir unsicher, weil der ist so langsam. Ich glaube, ich hatte jetzt gerade den anderen, also den falschen. Nee, so unlangsam hattest du, glaube ich, nicht, oder? Ja, mit MG, ey. Der ging nicht durch. Bullshit. Ach, übrigens, Mollo. Ja. Was wir auch nicht wussten. Viele Leute haben auch empfohlen, dass wir doch Mods und sowas installieren könnten, weil es gibt zum Beispiel so Mods, wo man die Schwachpunkte von den gegnerischen Panzern sehen kann und alles Mögliche. Ist das nicht unfair? Weil... Ja, ist es. Ist ein bisschen wie ein Endbot, aber ist scheinbar erlaubt. Ja, ist halt, dass die halt dann, wenn man so in der Dingsperspektive ist, soweit ich das verstanden habe, zum Beispiel... Hi, Mollo. Na, moin. Zum Beispiel die Ketten da, die sind ja empfindlicher. Und die leuchten dann rot oder so insgesamt der Schwachpunkt, wo man drauf schießen kann. Weil es gibt ja manche Stellen, da steht dann, ist nicht durchgekommen, wird dann ja gesagt. Sieht an, dass da an der Stelle dann zu krass gepanzert war. Da gibt es dann Mods, die da helfen. Sind zwar mehr Cheaterei als andere, aber... Wenn die Gegner das auch verwenden, was soll man machen? Ja, du. Nee, ich bin dafür. Bin dafür. Kann man machen? Musst du mir aber erklären. Nein! Sie kann jeden Moment reißen. Ja. Tja. Müsste ich auch. Er ist einfach über die Wiese. Ich müsste es mir selber auch noch erklären. Ja, die sind ja auch alle Level 2. Die sind alle Level 2, die ganzen Gegner. Unfair. Ich verlasse dieses Gefecht. Fucking unfair. Ich auch. Ohne mich! Ich hoffe, mein anderer Panzer ist wieder zurück. Müsste. Wir waren ja schon relativ weit. Das stimmt. Im Spiel da. Gefecht. Der Leichttraktor. Yes! Das ist mein Lieblingspanzer bisher. Nee, T1 Cunningham, Alter. Das ist ja Shit. Was ist los mit dir? Das ist mir ein bisschen zu amerikanisch. Stell dich mal nicht so an. Stell dich mal nicht so an. Ich versuche es. Es geht aber nicht. Oh, die Map. Haben wir irgendeinen? Nee, wir haben keinen Woba oder Pilzarmee-Typen irgendwo dabei. Doch mich. Ich weiß, ich meine bei Gegnern. Ich habe ja einmal so gespielt, dann war ja ein Woba bei den Gegnern. Hat er dich erschossen? Ich hoffe, er hat dich sofort erschossen. Ich glaube, wir haben ihn erschossen. Maeve hat ihn gespielt. Fucking Maeve. Ja fucking Maeve. Der holt sich die guten Leute direkt. Wobei, ich glaube, ich habe einige starke Leute hier. Viele schrieben ja auch, ja, ich habe auch viele starke Leute. World of Tanks schon so und so lange. Ich habe einen Level 30 Panzer. Ja, so da. Hat das, wie gesagt, dann für die Clan Boss, nein. Wir wollen ein bisschen fair bleiben. Ja, wenn das geht, ist halt die Frage. Ich weiß doch nicht, ob wenn Leute alle Panzer aufgerüstet haben, ne? Weil sie
Bock hatten. Die können dann doch auch, die Level 1 Panzer bleiben ja bestehen, oder? Das kann so, ja, man kann zurückrüsten wahrscheinlich. Ja, also es wäre cool, wenn es passt. Klärt uns auf, Leute, wir kennen uns nicht so gut aus. Wir sind mit Level 1 Panzer unterwegs. Wir können euch, wir wissen nicht, im Endeffekt kann man ja sowieso keinen, ihr fliegt dann raus, doch, wir können euch zwingen. So, ihr fliegt dann raus. Ja, fertig aus. Ein bisschen fair bleiben. Ja. Weil ich denke, ein Level 8 Panzer würde ungefähr reichen, um 20 Level 1 Panzer auszuschalten. Der könnte alle alleine gar nichts antun können. Ja, aber vermutlich könnte er alle alleine töten. Ja, das ist halt dann, wie ist nicht der Sinn des Ganzen? Oh Gott, da ist gerade einer gestorben. Vor meinen Augen seine verbrannten Fleischreste sind auf mir gelandet. Widerlich. Oh, ich töte vielleicht einen. Ich töte vielleicht einen. Nein, meine Kette ist gerissen. Wo ist der jetzt? Scheiße. Fuck. Ach Mann. Ich mag die Map. Wobei, ich mag die Map. Ich weiß nicht. Weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was machst du da, Bollo? Was mache ich? Du stehst da einfach mitten auf der Straße rum. Ja, es ist halt, hat sich so ergeben, ne? Also, da war gerade, ich hatte jemanden abgeschossen und ja. Einmal wurde er unsichtbar. Was für ein Arschloch. Ja. Das sind immer die Leute mit der schlechten Internetleitung. Das sind die schlimmsten. Ja, ich möchte mal anmerken, ich bin ziemlich erstaunt davon, dass World of Tanks bei mir weniger FPS hat als GTA 5 mit relativ hohen Einstellungen. Also bei mir, ja, bei mir auch, aber... Bei der Aufnahme, Leute. Ich will aber ganz ehrlich sein, das Spiel sieht super aus bei mir, World of Tanks. Sieht okay aus. Ich bin von der... Ist auf jeden Fall okay. Meine Grafik. Was Leute auch immer wieder kritisieren, das ist so ein scheiß PC. Ja, Leute, wenn man aufnimmt, dann, weiß nicht, ob ihr es euch denken könnt, aber dann frisst das tatsächlich auch noch mehr Ressourcen, das heißt... Hat er automatisch weniger FPS, beziehungsweise muss die Grafik dann weiter runterstellen. Ist da jemand? Eine Demo von irgendeinem Aufnahmeprogramm runter und dann nehmt auf, während ihr spielt und dann schaut mal, wie gut eure Grafik noch läuft. Alter, den hast du bedient! Ja, aber sowas von, ne? Richtig gut. Beschweren sich Leute bei dir über die Grafik? Ja, bei World of Tanks, bei GTA so, oh, ich hab wirklich auch kein gut PC, aber bei mir sieht es besser aus. Ja, weil du nicht nebenbei aufnehmen musst mit 60 FPS, wenn es überhaupt geht. Nee, das nagt an mir, Ach so, okay. Das erklärt so einiges. So ja. Ja, aber ein guter PC, wenn man aufnahmetechnische Geduld macht, ist auch durchaus eine gute Idee. Mhm. Bin da voll auf der Seite der Leute. Schöne Grafik Fick ist dich. Ja auch... Ja, schöne Grafik, Morg, ey. Ich weiß. Man kann das Spiel bei anderen, kann man das richtig geil gucken. Hier beim Wollo, ey, der sieht super aus, flüssig. Ja, weil der Wollo einen super PC hat. Geht so, ne? Geht so. Ja, meiner geht ja kaputt. Der funktioniert ja nichts richtig. Ja. Da unten Wollo, der 66er. Ja, ich seh's gerade, Scheiße, voll daneben. Bam! Alter, hast du ihn erwischt? Ich glaube, ich war's nicht, aber ich hab mit drauf geschossen. Ja, du gib hast einen Kill, das reicht. Gib mir ein gutes Gefühl. Was, der 24er, was ist mit dem? Warte. Ja, ein guter PC ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Kann da nicht hingucken. Ja, durchaus. Na, jetzt ist, ich sehe ihn nicht mehr. Ey, ja, und ich komme da auch nicht hin. Ich glaube, der ist jetzt noch down. Ey, das ist gerade ein spannendes Match. Mhm. Er kann ja durchaus noch gewinnen. Ja, das macht. Und ihr meine ich wir. Das macht mir Angst. Ich habe Angst zu gewinnen. Ich glaube, ich habe erst. Doch, ich habe, glaube ich, schon 5 Matches oder so gewonnen. Ich bin durchaus ein Veteran. Nicht die großen Rammen. Nee, wollte ich nicht. Der stampft dich ungespitzt in den Boden, Alter. Aber man kann ja auch Friendly Fire machen, ne? Ich ja, glaube das. Friendly Fire solltest du sowieso nicht machen. Ja, ich gehe jetzt mitten rein und dann. Oh Gott, das ist zu schnell. Ah. Das ist immer die Kacke, ne? Wenn es bergab geht. Das... Komm hoch! Los. Ja, dann geht's wirklich bergab. Es. Das ist wie ein Panzer. Oh, da, das 24. Da ist er wieder. Alter, Alter! Bam! Hast du ihn? Fickt! Nee, ah. Du hast ihn nicht. Aber trotzdem. Was? Sehr gut. Nein, du hast mitgeholfen. Nein, oh Gott. Das war's, die ficken mich. Bleib da hinterm Haus. Wow. Oh Gott. Wie kann der so gut zielen? Verlass dich nicht. Der hat einen irgendeinen fucking Mod drin. Die mit euren Aimbots, die von der Community gut geheißen werden. Puh. Wir hassen euch. Oh, das ist bestimmt der Huni da oben. Alter. Ja, den kann ich nicht. Ist nur noch ein 73er. Kannst versuchen. 37er ist es noch. 17. Ist er down? Alter, oh, fuck. 94 Schaden hat da gerade einer gemacht. Ah, wie kann das? So, es ist 2, 4, 5 gegen 4. 5. Alter, Wollo, du willst jetzt nicht wirklich auf dem offenen Feld rumfahren, oder? Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich hinter die Steine da. Da ist ein 100er.
Da links ist noch ein Hunderter. Da kommt auf dich zu. Nee, doch nicht. Er fährt einen Berg hoch. Alles cool. Oh, ich habe einen fucking Wirkungstreffer, aber... Jetzt ist er unsichtbar, aber der ist da ja drin. Kann man ja nicht erzählen, dass er da nicht drin ist. Das weiß ich doch. Ja, klar. Mach ich mal ein bisschen Sorgen, was der andere Hunderter... Ja! Alter! Wurde bedient! Angeblich oh, shit, der Hunni da oben. Ach doch, ich war's. Ihr liegt hinten übrigens. Der Hunni da oben räumt richtig auf. Ne, steht 3-3. Steht 3-3. Ja, der räumt trotzdem richtig auf da oben. Vorhin stand's doch 5-4. Nee, da stand's 5-5. Da hast du dich vertan. Wo ist denn der Hunni da oben? Ich sehe keinen Hunni da oben. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr, aber da oben und bei eurer Basis, da ist auf jeden Fall einer. Bei meiner Basis? Ja, bei unserer Basis. Ein Skandal. Wo wir gespawnt sind, also nee. Auch mit so vielen Leichen da oben rumstehen. Da ist er tatsächlich irgendwo. Oh, so gefährlich, jetzt sieht man gar niemand mehr, weil keiner mehr einfach so drauf losschießt. Das ist jetzt die heiße, lange Phase. Oh, was mache ich jetzt? Oh, komm, ich mach einfach. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, es hilft ja nichts. Kann er mich auch nicht jetzt 5 Minuten hinstellen, ne? Ich sag dir, wenn ich irgendwas sehen kann. Das ist der auch wieder der Druck des Let's Plays. Muss die Action irgendwie erzwingen. Fuck! Nicht so! Ja, ein bisschen Musik wäre ganz schön. Aber die coole World of Tanks Musik wäre eigentlich gar nicht schlecht, weil die ist gar nicht schlecht. Die World of Tanks Musik? Ich kann zur Basis von den anderen, die nehme ich jetzt ein. Alter, Wollo. Ja, hier ist keiner. Ja, die stehen irgendwo außen rum. Da, der Huni, da oben, Wollo, der Huni. Ich sehe ihn, warte. Alter! Scheiße, hat nicht gereicht! Oh mein Gott, das war gut! Meine Kette ist kaputt! Ich weiß, ich hör's. 5 Sekunden zum Nachladen! Er ist unsichtbar geworden. Ist er noch da? Er bewegt sich nicht! Kette ist repariert, Wollo! Ja, oh, du hast ihn kaputt gemacht! Hab ich? Tatsächlich! Ja. Wow, ey! Aber ich hab so das Gefühl, wenn ich hier jetzt stehe... Bleib in Bewegung! Ja, meinst du, so treffen die mich nicht? Wenn ich hier so... Movement. Ja, die sind das allgemein Movement. Nicht so gut. Siehst du das? Links, das rechts, ist ein Movement, das du Alter, gerade den Tag legst, mein Freund. Sollen die mich noch erwischen? Geht gar nicht. Fahr dich aus dem Kreis raus. Hatte ich nicht vor. Boah, jetzt stell dir mal vor, ich nehme hier diesen Stutzpunkt. Da der 15er ein. Da hinten, der kämpft da, glaube ich, gegen den Huni von uns. Da ist ein 90er von uns da hinten. Oh, da hinten ist Alter. Der 15er, warte. Wenn der jetzt hier ranfährt, dann mach ich platt. Nee, ist egal, da hinten fährt jetzt der 90er auch gleich hier. Nein! Der Leiter aus eurem Team. Egal, Wollo, du hast gute Vorarbeit geleistet. Schau, jetzt kommt der andere aus unserem Team. Wo denn? Nein, der ist jetzt hier drin. Ah, da ist er. Ich sehe gerade. Ah, oh nein. Oh nein, jetzt wird er bedient. Kein Scheiß. Ich sehe nicht mal von wo. Ich auch nicht. Hier will ich den Ausgang übrigens noch miterleben. Der ist gleich down, der wird sterben. Ja, aber wir verlieren. Ist das ein Japaner, den er da fährt? Ja, ich glaube schon. Das sind diese kleinen, leichten. Das ist eine Anhängerkupplung. Sieht so aus. Oh nein! Wir sind down, komplett? Ja. Lebt noch einer? Nein. Alle weg. Oh, komm schon! Ey, war aber eine gute Runde. War eine durchaus gute Runde. War eine super Runde. Du hast ein gutes Ding, Wollo. Dankeschön, danke. War ein gutes Ding. Gut, liebe Leute, deswegen, ihr wisst ja, alles, was wir am Anfang gesagt haben, wichtige Informationen für uns, dürft ihr uns geben. Ja. Ich will nicht nochmal alles wiederholen und dann will ich auch sagen: World of Tanks, bis demnächst. Bis dann. Bis zum Clan War. Tschüss. Ciao.